Moin Moin und damit ein recht herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge Bombsche 2. Ja, heute mal mit der NE09 von Kraneberg, wie gesagt von Siedlung Herzberg bis Hauptbahnhof. Wir haben schon fast 3 Minuten Verspätung. Liegt aber auch daran, dass die Hofdatei von Alheim auch nicht ganz stimmt. Dementsprechend es auch keine Ansagen gibt, warum auch immer. Ich hoffe halt, dass ich halt wenigstens das irgendwann noch dann ein wenig abgeben oder auch was zu finden wird. Oi. Jo, Oma, sei ruhig dahin. Ich weiß, es ist Nachtfahrt. Aber auch wir müssen unsere Pflicht tun. Oh Mann. Fängt schon gut an. Ja, heute zum Ablauf. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es schon 8 Uhr vorbei. 10.30 Uhr fängt natürlich heute auch wieder der Stream an. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass ihr Lust und Laune habt. Wir werden nämlich heute die Hofdatei von Städte 3 uns vornehmen. Und das wird eine Zeit lang dauern. Ja, wie gesagt, ich habe gestern schon im Stream gesagt, ich werde mir da nur eine Stunde dafür Zeit nehmen. Das Ganze erstmal angucken. Vorab, da fällt keiner mit, alles klar. Möchte ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, wie das funktioniert. Ich würde es halt gerne über den BBS-Simulator machen, eine andere KI einzufügen, aber ja. Ob es halt wirklich so ist, weiß ich halt nicht. Das ist halt, ja. Stand der Dinge. So. Was macht mal die Vorfahrt? Wieder zwei Omos unterwegs mit die Uhrzeit. Ja. Ihr wollt es ja wissen. Abend. Naja. Ist ja mal was anderes, außer immer in ein Ruhrgebiet rumzufahren. Ich bin zwar fremden Gefilden unterwegs, aber das passiert dann falsch schon. Ja. Ich bin eigentlich schon wieder seit viel zu früh wach. Wollte eigentlich um 3.30 Uhr aufstehen, aber jetzt hieß es ja 0 Uhr. 0 Uhr noch was. Und auch heute früh am Berg. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen noch mit dem Programm noch Sinkoku Dynasty heute noch weiter zocken. Das hat nämlich auch ein paar Menge Updates bekommen. Auch da werde ich wieder ein bisschen neu anfangen müssen. Rein, Nico, Bruder. Guten Tag. Tag. Mal schauen. Die Linie geht quasi in einer halben Stunde. Ob man mit Verspätung oder ohne Verspätung reingefahren ist, wäre mir jetzt eigentlich ehrlich, ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil wie gesagt, es ist eine Nachtlinie. Ich bin hier noch nicht gefahren, vor allem von der Beschilderung her. Ihr seht, das kann so nicht sein. Weil da muss normalerweise schon irgendwas kommen zum Thema. Welche Linie, Haltestelle kommt und so weiter und so fort. So, dann. Aber zumindest habt ihr dann heute schon mal eine neue Folge Bombsche 2. Und dementsprechend.
So, naja, sind wir halt in dem Fall für die Stadtverkehr unterwegs, ne? Na gut. Die Schule hat ja noch nicht offen. Ist auch mal eine schöne Abwechslung, einen anderen Bus zu fahren. Nur ich muss mal herausfinden, warum die Nachtlinie keine Ansagen hat. Hoppel, hoppel. Oh, eine Haltestelle an der Ecke. Das kann ich ja so auch noch. Guten Tag. Moin. Dass man noch die Anschlüsse oder dass die Anschlüsse erreichen. Dann stehen sie wieder stundenlang am Bahnhof rum und dann heißt es wieder, ah, der Bus kam zu spät, hat man Anschluss nicht erreicht. Ja. Irgendwie von den Fahrgästen heute auf jeden Fall mal nett, ne? Wo man die Zeit da wunderbar einholen kann. Mal Knallgas geben. Ja, das ist erklärt dann ja. Ein Stück. Ich muss eigentlich hier im Kreis fahren, oder? Boah, was ist das denn jetzt hier? Kleine Ehrenrunde. Ja, es funktioniert leider keine Retarder hier drin, aber egal. Das passt schon.
Aber zumindest haben wir mal von Rostorf-Reißen den Betriebshof gefunden. Schön. Ah, perfekt. Ich kaum, du wärst grün. So wünsche ich mir das. Keiner. Ist gut. Hallo. Also bleibt mal langsam, dass wir zur Innenstadt reinkommen. Rein. Hallo. Na? Oh, das kann dann die Rücktour sein, die wir dann fahren. Fällt mir auf. Och ja, er ist ja oft zurück, sonst hau ich dem auf den Pott. Ey, Mann. Das ist ja jetzt ätzend. Haben sie ja gleich geschafft. Tja. Ungezogen ist, so muss es halt mal sein. Oh. Da ist aber noch ein Transporter.
Hauptsache noch Autos einlesen, ne? Bis spät in die Nacht. Jetzt halt doch endlich mal dicht, backdicht hier. Da drüben war der Einstieg gewesen, nicht hier. Hallo. Auch ganz schön böse werden. Ich habe gedacht, dass es so aktiv ist, ey. Ah ja, beim Römerberg auf jeden Fall.
Mal jemals noch pünktlich ankommen? Die Ampel da oben. Habe ich ja gesehen, ey. Dass eine Ampel da oben ist, ey. So, dann einen Schluck Kaffee trinken. Das muss sein. Ist nicht hier mal die Straße mit dem Tunnel gewesen? Ich habe jetzt wie eine gesenkte Sau, aber keiner beschwert sich. Das ist auch gut.
ist das. Ja, weil muss auch mal sein heute. Meine Güte, was ist denn das da schon wieder? Vielleicht kriegst du einen Tritt von mir.
So. Kleinen Moment. So, jetzt mal gleich an eine Haltestelle. Das ist gut. Nehmen wir den auch schnell mit. Ich weiß gar nicht, dass auf der Nachtlinie auch so viel Action ist hier. Oh, drei Blondies steige aus. Ah, drei Blondies wären noch gut gewesen, noch ein bisschen Party im Bus zu haben. Naja, Freunde, ich hoffe, euch hat es die Folge gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr weiter davon sehen wollt, dann gerne auch ein kostenloses Abo. Und wenn ihr mich mal live um sie fahren wollt, kommt doch gerne auf meinen Twitch-Kanal. /Bartalon89. Der Komiker mit der Brille auf der Nase. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verabschiede mich heute und wir sehen uns dann später im Streamchen um 10.30 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Machen wir noch ein schönes Abschlussfoto. Das ist halt meine. Auch nicht. Naja, dann war's doch mit ihm. So, in dem Fall, ciao, ciao.